Hallo Freunde, willkommen zurück zu Reforged Eden. Ich bin hier im Orbit von dem Swamp-Planeten. Da sind wir ja die letzten paar Folgen unterwegs gewesen und haben diese wild gewordenen Talons zerstückelt. Ich habe hier eine Sunat-Glas-Korvette gefunden. Ich will jetzt einfach spaßeshalber mal gucken, wie weit wir kommen mit euch. Ich schalte hier alles an, Waffen an, die ich habe. Konfigurieren müssen wir es auch noch natürlich, das könnte Sinn machen. Wir nehmen die Lasergeschütze und lassen die auf den Generator hauen. Und die Geschütze hier, die lassen wir natürlich auch auf den Generator. Große Raumschiffe, NPC aus. Große Raumschiffe. Passt, glaube ich. Sollten wir vielleicht auch noch anschalten. Hauptzielgruppe macht Sinn. Die lasse ich aus, bis die Schilde unten sind. Sprit müsste reichen. Wo ist er denn hin? So. Da werden wir mal reingehen. Schilde runterhämmern. Und dann müssen wir gucken, was wir da machen. Ich weiß nicht, ob die Schilde unten bleiben, wenn wir sie runtergeschossen haben. Die Korvette ist sicherlich die schwächste von allen. Geht gut runter. Die versucht uns natürlich zu orbiten. Unser Schild unten ist, das Schlimmste ist natürlich der Raketenturm von denen. Ich schalte mal die Gaps dazu. Wenn wir jetzt Glück haben, kriegen wir die Generatoren durch, bevor mein Schild unten ist. Ansonsten müssen wir jetzt langsam anfangen, mit der Nase zu tanken. Irgendwas ist von uns in die Luft gejagt. Noch was ist in die Luft gegangen. Das ist der Raketengeschützturm. Der hier natürlich massiv Schaden an uns anrichtet. Wir ziehen uns mal zurück und gucken, was passiert. Wir haben, ja, Geschütze verloren. Nicht so knapp.
Der Schild von der Sunat baut sich natürlich auch wieder auf. Towns Thruster Array. Ist immer, das ist so, soll ich aufpassen, dass wir nicht mit dem Poppes irgendwo reinfliegen. Das Schild baut sich aber wieder auf. Das von der Sunat auch, aber wenn wir jetzt hier natürlich, aber uns fehlen natürlich jetzt auch wieder Geschütze. Mist, Mist, Mist. Elf Leser haben wir noch. Wenn wir da natürlich jetzt wieder die von der Sunat runterkriegen, dann können wir Towns Raster Array, das ist unten was Weißes, okay. Dann könnten wir natürlich wieder rein raus spielen. Also Hit and Run. Oder wir bleiben natürlich auf Distanz. Die Raketen machen ja nicht so den Schaden. Wir müssen halt nur gucken, dass wir nichts von den Energiewaffen übergebrezelt bekommen. Wenn wir natürlich mal noch mehr Waffen auf der Titan haben, dann müssen wir auch weniger zappeln. Ich habe jetzt aber überhaupt keine Orientierung, wo wir gerade drauf schießen. Ein Stück nach oben. Überlastschaden. Wahrscheinlich war mein Schild regeneriert. Dauert länger als ich vermutet habe. Ich vermute mal, die ist aus Xenostahl oder sowas gebaut. Ziehen wir uns mal wieder kurz zurück. Ein bisschen Schild regenerieren. Das wird die natürlich dann auch möglicherweise machen. Das heißt, wir haben den Schildgenerator rausgeschossen. Haben wir noch nicht. Es ist unglaublich, wie verdammt schnell die ihren Schild hochregenerieren.
die hat wesentlich später angefangen zu regenerieren und macht den schneller hoch. Wie wir, die hat uns also schon überholt, was ein Schild angeht. Hat auch unheimliche Reichweite auf den Raketen. Scheint es aber auch zu gehen. Unglaublich, ich schieß da drauf rum und die regeneriert ein Schild. Dunkel können wir Licht anschalten. Bringt nichts. Also 1,25 ist scheinbar so die magische Grenze. Oder 1,2, ja 1,2 Kilometer. Wenn wir uns da jetzt auf 1,2 halten, halbwegs. Zwischen 1,2 und 1,5. Dann haut die uns nur mit ihren Raketentürmen, aber nicht mit den Energiewaffen. Werden wir ja irgendwann mal den blöden Generator von dem Ding runterkriegen. Arg schnell fliegt sie nicht mehr, eigentlich ist sie auf der Flucht. Ah, sie flieht vor uns. Habe ich auch noch nie erlebt. Stück für Stück. Da kommt sie wieder mit ihrer roten Kugel. Oh, schieß mal schon eine gute Viertelstunde auf dem Ding rum. Die andere Seite von dem Ding kommen, dass diese blöde rote Kugel dann nicht ständig schießt. Oh, geht doch. Oh ne, da schießt noch viel, viel mehr. Dürft
die Unterseite sein. Das Gute ist, dass er bis jetzt noch keinen Nachschub alarmiert hat. Zwei davon wären doch ein bisschen unangenehm. Ist wieder irgendwas explodiert? Auf der Sonat? Gedacht, dass die so stabil sind. Also wenn man schon das kleinste von denen nicht zusammengeschreddert kriegt, dann brauchen wir uns mit größeren auch überhaupt gar nicht erst auseinanderzusetzen. Stück zurückziehen. Ich weiß halt auch nicht, was da jetzt so die optimale Taktik ist, ne? Nur mit den Lasern draufhämmern? Oder einfach reingehen und mit allem, was ist, drauf rumhauen? Und riskieren, noch mehr Geschütze zu verlieren. Haut schon wieder ab. Nehmen wir mal das Kurzstreckenradar, das ist halt länger. Muss man nicht ständig pingen. Gucken, dass wir die Schilder runtergehämmert kriegen. Und dann gehen wir nochmal ran. Irgendwie klein zu kriegen, das Drecksding. Keine Ahnung, was die da jetzt vorhat.
wir feuern aus allen Rohren. Bringt nur nix. Unkaputtbares Raumschiff. Wäre vielleicht cool, wenn wir da eine Flak oder so irgendwas hätten, da hätten wir das Ding schon längst zerhämmert, aber wo soll ich die CPU hernehmen? Na gut, einen Dekonstruktor runterschmeißen, einen den Turm runterschmeißen. Wo ist er denn jetzt? Das Schild geht langsamer hoch bei ihr mittlerweile. Also ich will die jetzt knacken, egal wie, wenn das noch 2 Stunden dauert. Ich fliege auch irgendwie so furchtbar langsam, ne? Das sind 100 Meter die Sekunde. Die haut halt ab, ne? So kannst du bleiben, das ist ein schöner Anstellwinkel, den du da fliegst. Ich meine, da geht etliches kaputt, ich krieg ständig Faction Hits. Irgendwann müssen wir doch diesen Kack-Generator treffen. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was hier da zusammenfliegt, ne? Ich mach ständig Putzelbaum. Wieder irgendwas kaputt gegangen. Die ja nicht immer so zappeln würden, naja. Geht mir auch latent auf die Nerven. Dieses Putzelbaumgeschlage da. So, mal wieder zurück, Schild aufladen. Wir haben immer noch ausreichend Munition. Und haben was essen. Hey, die haut einfach ab, ne?
Titan schießt immer noch da auf den rechten Flügel, ne? Das Ding, hey. So. Ich bin mal gespannt, ob da noch überhaupt noch Loot drin ist. Scheint nur aus RCSen zu bestehen, so agil wie das ist. Jetzt hängt es da wieder im Himmel und ist weggerannt. Ich bin nicht weggeflogen. Ausschaut, baut es aber das Schild nicht mehr auf. Das heißt, das Ding ist so gut wie am Ende. Doch, es baut das Schild wieder auf. Hat aber offensichtlich ein Energieproblem. Ja, hat ein Energieproblem. Schießt kaum noch. Warum schieße ich denn nicht mehr? Merkwürdig. Manchmal hängt die KI einfach. Schild ist down. Doofe Lenkrakete gekommen noch. Ach ja, wir füllen mal den Sprit auf. Haben wir sonst nichts zu tun. Muss man aber hier rein. Fuel Cells.
jetzt auch langsam. Langsam leer, der Sprit. Ja, der Sprit ist deswegen leer, all dieweil ich ja die ganzen Bohrkanne aufgestellt habe. Und da habe ich große Fuel Cells rein. Und ich habe fünf Wasserstoffgeneratoren aufgestellt, unten am Tümpel von dem Swamp-Planeten. Die haben natürlich auch große Fuel Cells, also da sind vorneweg 2 bis 250 Fuel Cells draufgegangen. Ich wollte einfach mal sehen, wie viel Wasserstoff die Wasserstoffgeneratoren da produzieren. Aus Wasserstoffflaschen können wir ja direkt auch wieder Fuel herstellen. Komm, noch ein Stück. Schon wieder an zu zappeln, das Ding. Ist unglaublich. Macht nichts, zappel du ruhig mal rum. Dann kann ich Schild aufladen, bis dich entschieden hast, wie rum du fliegen willst. So, ich habe mal wieder 75% Schild. 15 mm Kugeln sind leer, hervorragend. Da gehen wir am Schiff. Es ist unglaublich, was das für einen Schaden frisst, oder? Meine, wir haben hier seit wie vielen Minuten? 35 Dauerfeuer auf die Kiste, ne? Überhaupt nichts Schild aufzubauen.
Ich garantiere euch, da ist alles kaputt und als allerletztes explodiert dieser Generator. Ich meine, selbst wenn wir die Geschütze runtergeschossen hätten von dem Ding, es hätte überhaupt nichts gebracht, weil es fliegt ja weiter. Wieder mal einen Block weggeschossen von dem Ding. Und wieder einen Block weggeschossen. Ich meine, da fliegt ein Block nach dem anderen bei dem in die Luft. Man sieht's ja an den Faction Hits. Was wieder Purzelbaum. Mach du ruhig mal. Kann ich Schild tanken. Irgendwie trifft es noch ein bisschen. Schießt auch noch auf uns.
Wieso schießen meine Laser nicht? Das Raumschiff schießt aus nicht, das heißt, wir haben vermutlich. Ne, es schießt wieder. Wir haben doch noch nicht die. Schießt immer noch. Hat die KI wieder gehangen. Sich denn da jetzt auf den Kilometer ran, sage mal. Haut wieder ab. Es ist unglaublich, wie lange man sich mit so einer blöden Corvette beschäftigen kann. Also das wird für lange, lange, lange Zeit das letzte Raumschiff gewesen sein, das ich hier abgeschossen habe. Da gingen ja die ganzen. Wie hießen sie? Drohnenschiffe schneller runter, wie der Mist hier. Das ist ja wohl völlig lachhaft. Vor allem, da haut es einen Block nach dem anderen auseinander, ne? Und das Ding fliegt einfach nur. So, drehen wir wieder um. Wenn du so viel Spaß dabei hast, ständig zu trudeln. Ja, auch nichts dagegen. Da gehen wieder Blöcke.
Also ich weiß, dass der außen in den Flügeln zwei Generatoren hat, weil der Target ständig. Ja, jetzt ist der Laserladung leer. Das ist doch zum Mäusemelken, hä? Konstruktor in Harvest Container. Da ist noch von dem Kram. Wenn wir das Ding hier erledigt haben, muss ich zwingend wieder Munition herstellen und farmen gehen. Explodiert's wieder. 6000 Xeno Imperium, da ist irgendwas Großes hochgegangen. Das dürfte der Generator gewesen sein. Sie schießt nicht mehr. Halleluja. Aber Trudel, wie blöd. Kannst du dich hier festbacken an meinem Raumschiff? Nee, keine Kollision. So, Kern, Konstruktor out. Ey, dämlich. Player. Müsste reichen. Wenn die kein Dings mehr hat, kein Sach mehr ist. Keine Generatoren, warum trudelt die dann wie wild, ne? Wo ist denn der Kern? Wo ist ein Schwerkraftgenerator? Den hast du natürlich nicht. Also ernsthaft? So, ich werde jetzt einfach mal ganz frech hier die Folge beenden. Wir werden das beim nächsten Mal uns anschauen. So, ich brauche Kaffee vorgestern. Wo ist es? Fridge? Und Essen. Ich werde da jetzt einsteigen und einen Eva-Booster anlegen und aus dem Spiel raus und reingehen, dann hören die Dinger normalerweise auf zu trudeln. Das Ding hat noch seinen Kern, das dürfte eigentlich nicht respawnen. Ach ja, jetzt komm. Meistens hört es dann auf zu trudeln, wenn man aus dem Spiel rein und raus geht. Geh mal durchs Loch durch. Warme Dusche haben wir auch noch irgendwo. So. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe kurz aus dem Spiel rein und raus, damit dieses blöde Ding aufhört zu trudeln. Anders da ist das nicht begehbar. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis gleich, euer Zieler. Ciao, ciao.